Hallo Leute und herzlich willkommen zu der ersten Adventure Map, die ich spiele. Von euch gebaut, für mich gebaut oder für mich eingesendet. Und ja, ich habe ja angekündigt, dass ich das gerne machen würde und dass ich da ein eigenes Projekt draus machen möchte. So starten möchte, ihr baut mir Maps, ich spiele die Maps. Und das ist auf jeden Fall die erste Map. Sie heißt Wonderland von, keine Ahnung. Was mit dem Namen hatte der oder die Erstellerin nicht ganz so verstanden, hat jetzt nochmal den Namen der Map eingetragen. Aber wenn du das hier siehst, dann kannst du gerne unten in die Kommentare schreiben, wie du heißt, dann füge ich das noch hinzu. Und weil es die erste Folge ist, suche ich für dieses Projekt auch einen Namen. Ich habe jetzt irgendwie an Komma gedacht. Also steht für Community Maps, Komma. Hört sich ein bisschen doof an, aber vielleicht fällt euch was ein. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los. Ich spiele die Maps nicht in der Reihenfolge, wie sie eingesendet wurden, sondern wie ich jetzt einfach Lust drauf hatte mit den Namen und so. Und diese Map war schon eingesendet für mich. Also gucke ich mal, ob die auch wirklich für mich ist. Werden wir jetzt herausfinden. Ja. So, fangen wir mal an. Dein Schaf, Miko-chan. Hallo, Miko-chan, du bist mein Schaf. Und meine Rüstung. Oh, meine Rüstung, sag ich doch. So, das stelle ich wieder hin, ganz brav. Ist natürlich 1.8. Mein Bild. Oh, okay. Wonderland. Von, jetzt wissen wir den... Ah, jetzt wissen den Namen wir doch noch nicht. Von Myra. Hört sie weiblich an. Hallo, Myra. Ah! Du bist ja nicht aufgewacht. Weißt du noch, was passiert ist? Du warst wegen Verdacht eines Massenmords gefangen genommen und in das Batman Wonderland gebracht. Sammle Coins und kauf dich frei. Achtung! Es gibt nur eine gewisse Anzahl an Coins. Also solltest du sterben und Coins bei dir tragen, wirst du diese Coins nie wieder zurückbekommen. Das bedeutet, es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass du am Schluss nicht genug Coins gesammelt hast und dich nicht freikaufen kannst. Um an Coins zu kommen, musst du 5 Aufgaben bestehen, die hier im Batman Wonderland versteckt sind. Das hier ist dein Zimmer. Setze deinen Spawnpunkt, in den du schläfst. In der Kiste kannst du deine Coins aufbewahren. Böcke! Abbauen oder setzen ist verboten. Außerdem dürfen keine Items gescheatet werden. Da du gegen nichts kämpfen musst, stell auf die Schwierigkeit friedlich. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß im Batman Wonderland. Map-Ersteller Myra. Oder Neko Neko. Jetzt wissen wir, wie er sie heißt. Sie würde ich eher sagen, immer noch. So, Option. Friedlich habe ich. Und wir machen die Musik mal leise. Die kann ja so ein bisschen Ambiente so sein. Aber die dröhnt mir voll ins Ohr. Nachtsetzen ist erlaubt. Ah, okay. Ah, deswegen auch so, hä? Nicht Nacht. Time set night. Kann ich das machen? Ja. Und schlafen. Ich bin echt müde. Es ist mittlerweile 1.30 Uhr. Aber ich nehme trotzdem auf. Yay. Steht da was? Häftling 4520 Dani oder 4520 Dani oder 4520 habe ich schon oder 4520 Dani, ja, oder 4520 oder ja, es war's irgendwie. Häftling Dena. Oh Gott, Dena, alles gut bei dir? Ist da was drin? Oh, Dena, ein Schnuller, ein Fußball und ein Fläschchen. Och, Dena, der arme Kleine. Meins. Oh, jetzt habe ich sein Fläschchen runtergeschmissen. Dieses kleine Spielekind, ne? Mal sehen, wer hier noch ist. Bibi. Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Warum kriegt die einen Schminkspiegel? Warum habe ich keinen bei mir? Ha, Wesen kriegt keine Schminke. Hehe, Bibi. Bibi's Beauty Palace. Unge. Ey, der hat jetzt mal wieder die Größte. Ist ja klar, mit seinem YouTube-Money kauft er sich ja einfach mal wieder die größte Zelle ein. Ich glaube, es hackt. Und eine Creeper-Armee hat er auch noch. Geht ja gar nicht. Ha, nehme ich ihm sein Bild von zu Hause weg. Kannst mich mal. Alles cool, alles Häftlinge. Wer ist hier? Ape Crime. Die sind natürlich zu dritt auf einem Zimmer. Ist ja klar. In einer Zelle. Obwohl die Zellen sehr komfortabel aussehen. Muss man ja mal sagen. Und die haben sogar noch einen zweiten Stock. Ist klar, Ape Crime kriegt einfach einen zweiten Stock. Immer diese YouTube-Money, ernsthaft. Warum hab ich keinen Jump'n'Run in meiner Zelle? Oh Gott, ich kann sterben. Leute, habt ihr es gehört? Ich kann sterben. Muss ich hier hin? Nicht dahin, oder? Das schaffe ich nicht. Haja! Oh Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott! Aber das schaffe ich jetzt nicht. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Nee, bitte, bitte, hör auf. Hör auf zu brennen. Dani, hör auf zu brennen. Du hörst jetzt sofort auf zu brennen, junge Dame. Bitte. Ich möchte nicht mehr brennen. Könnte das kein Wasserlavafall sein? So mit Wasser runter?
Das wäre mir viel angenehmer. Okay, ich überlebe das. Ich überlebe das. Ja. Das schaffe ich nicht. Doch. Ich muss einfach immer sagen, das schaffe ich nicht. Dann schaffe ich das. Das schaffe ich nicht. Oh Mann, ich wusste es. Game Mode 1. Mist. Mein Schnuller ist verbrannt. Dein Bett wurde blockiert und zerstört. Willst du mich verarschen? Ja, ne? Nee, das lasse ich jetzt nicht mit mir machen. Kann ich nicht in Game Mode 1? Oder ich bin wieder zu blöd zum Tippen, ne? Ja, Game Mode 2. Super. Dani, du schaffst es einmal zu tippen und dann machst du es falsch. Du bist so dumm. Dummes Mädchen. Dummes, dummes Mädchen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Na, 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 na. Wo ich wohl war? War ich hier am Anfang? Hier ist die Lava. Ist es das gewesen? Hallo? Ich weiß nicht, wo muss ich denn hin? Hallo? Entschuldigen Sie? War ich hier? Ich finde den Weg, ich finde den Weg, ich finde, finde, finde. Das ist das Falsche. Also hier bin ich nicht durchgekommen, ne? Nicht so ganz zufällig. Ah, hier sind die Ape Crimes. Okay, perfekt. Geh ich hier lang. So, weil das nochmal ganz kurz im Game Mode. Ja, ich weiß, Cheating und so, aber es hatte ich ja bis hierhin hatte ich es geschafft. Und ich möchte jetzt nicht ewig verbrennen. Ich hätte einfach rüberrennen können. Ich hätte einfach. Okay, Block über den Kopf. Da muss ich wirklich sprinten, ne? Nein! Mach doch mal! Mensch, Dani! Ja, perfekt. Also, stellen wir uns vor, ich wäre bis hierhin gesprungen. Dann mache ich so und so mache ich dann. Ja, das habe ich jetzt gemacht. Dann kriege ich 2 Coins. Perfekt. Dafür habe ich den als Schnuller geopfert und muss zurück. Ja, ouch. Brenne, Lava, Feuer. Zurück. Diese Lava, ne, die zieht einen aber auch rein. Das ist wirklich so, habe ich das Gefühl. Nein, nicht verbrennen, Dani. So, das habe ich natürlich geschafft. Das habt ihr gesehen? Lava Jump'n'Runs. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist vom gleichen Ersteller von Labyrinthe. Vom selben. Ich weiß es einfach. So. Warte. Hatte ich nie im Inventar. Habe ich immer noch im Inventar. Weg damit. Ja. Komm einfach rein. Komm wieder rein. Ist gut. Game Mode 2. Dran vorbei. So, habe ich geschafft. War ganz, ganz easy. 2 Coins, hey, für mich. Was ist da? Ich möchte beides erkunden. Die Kantine scheinbar. Oder? Ist es die Kantine? Das sieht aus wie die Kantine. Oh nee, muss ich jetzt alle Öfen nachgucken? Wahrscheinlich muss ich gar keinen Ofen nachgucken, meine Nase juckt. Und guck die jetzt einfach alle umsonst nach. Das wäre so richtig schlimm. Wenn man einfach so denkt, ja, du musst alle Öfen nachgucken und dann muss man das gar nicht. Ich glaube, das ist einfach das Schlimmste. Okay, hier ist gar nichts. Da ist eine Leiter, aber ich möchte wirklich. Boah, ich wette, da ist nichts drin. Wenn da jetzt was drin ist, dann schlage ich den Map-Ersteller und wenn da nichts drin ist, dann schlage ich mich selbst, okay? Machen wir das. Machen wir. Oh, es wird gleich wehtun. Ich habe noch 3 Öfen Zeit jetzt. Okay. Au! Ich habe mich wirklich geschlagen. Habt ihr gehört? Gut, habt ihr mir gehört. Es ist wirklich weh, verdammt. Nicht schon wieder Jump'n'Run. Warum schlafen hier überall Leute auf dem Flur? Ultimate YouTuber Quiz. Frage 1. Unge. Filmt, dreht, spielt, filmt. Nee, nur noch Unge. Der hat seinen Kanal geschlossen. Wer ist der berühmteste YouTuber der Welt? DC Toy Collectors oder Baby's Beauty Palace? Toy Collectors. Es heißt Takeshi. Ich habe keine Ahnung. Takeshi? Ich glaube mit Doppel-I. Welche dieser YouTuber befasst sich mit Animes? The Ninja Spocky? Waitoni. Keine Ahnung. Ciao. Nee. Lass mich raus. War nicht so gemeint. Ich meinte natürlich den anderen. Ich meinte den anderen. So. Den meinte ich natürlich. Woher soll ich das wissen? Yay, ich hab Coins. Ich habe Coins. Ich hab auch kaum geschummelt. Oh Mann. Tut mir leid, dass ich schummle.
Ich bin scheiße, ich weiß. Ich krieg das hin. Bad der Jungs. Ich bade bei den Jungs. Oh mein Gott, eine Toilette. Oh mein Gott. Ah, nichts! Ernsthaft? Ja. Ja, okay. Nee, jetzt bin ich wieder... Ich muss unbedingt irgendwie mein Spawnpoint setzen. Das darf ich nicht vergessen. Erinnert ihr mich dran? Ihr erinnert mich eh nicht dran. Ihr seid... Boah, seid so gemein und sowas. Geh ich nochmal hier rein. Wo bin ich denn irgendwie reingegangen? Geh ich hier. So, lass mich rein. Ich muss hier mal durch. Nochmal zu den Ape Crimes. Ja. Do. Ich schaff das schon. Na. Erstmal mal hier. Set Spawn. Geht das? Nein. Set Spawn Point. Bin ich so blöd? Spawn Point Set. Wie ging das nochmal? Set Spawn einfach nur? Ja, ich bin so schlau. Ich bin die Schlauste überhaupt. Ich brauche ein Bett. Gib mir einfach ein blödes Bett, ey. Finde ich doch eh nicht. Bett. So. Gib mir das Bett. Time set night. Und jetzt nochmal schlafen. Schlafe ich jetzt halt mitten auf dem Gang? Komm. Kann man hier mal machen? So. Perfekt. Jetzt wieder... Game Mode 2. Supi. Ich will aber wirklich mal gucken. Ja, dahin, da lang. Ich hatte 2 Coins, die sind alle weg. Kannst du nachts schlafen? Ja. Ich höre schon wieder Lava. Ist das jetzt ein Lavarind hier? Ein Lavalabyrinth oder wie? Och ne. Hui. Perfekt. Oh Mann. Ich sagte doch, das ist derselbe, der auch Labyrinth erfunden hat. Nein, nicht verbrennen. Nicht verbrennen. Das ist es nicht wert. Oh mein Gott. Es ist nicht wert. Du musst dich gleich anfangen zu brennen. Oh, bitte lass mich das überleben. Ist das der Ausgang? Es ist der Eingang. Nein, wir sind im Kreis gelaufen. Immer rechts. Da geht's nicht rechts. Links. Aua. Warum habe ich das getan? Immer rechts, wenn's geht. Labyrinthregel. Oder Irrgantregel. Irrgant. Irrgartenregel ist mir... Okay. Warte, rechts. Natürlich, jetzt brenne ich gar nicht. Jetzt falle ich kein einziges Mal in Lava. Ist klar. Ist okay. Ist okay. Okay, einmal. Doch, bin in Lava gefallen. Alles gut. Nimm alles zurück. Und nochmal in Lava gefallen. Und meine Nase juckt. Gleich muss ich niesen. Alles gut. Da. Oh, ich hasse Labyrinthe so. Jeder hasst sie. Immer rechts. Oh, Kreuz. Ich hätte jetzt eigentlich schon 6, ne? Oh. Die ich mir aber auch erschietet hätte. Ich wäre nämlich schon vorher gestorben. Schon viel, viel vorher. Viel, viel früher wäre ich schon gestorben. Weil ich zu blöd bin. So genauso wie Torben. Na, wem habe ich jetzt beleidigt? Wer heißt von euch Torben? Wahrscheinlich so, oh mein Gott, sie hat meinen Namen gesagt. Und ich hab's geschafft. Naja, mehr oder weniger gut. Hui. Oh. Stimmt, da war ja was. Ich bin ja in Game Mode. So, da ist nichts. Da ist nichts. Da. Game Mode 2. Und schon wechselt die Musik. Auch gut. Da, alles nichts. Waschraum der Mädchen. Bad der Mädchen. Ja, ist doch das Gleiche. Hier ist wieder nichts. Schminkspiegel. Normale Toilette. Wieso haben wir nicht mal Klodeckel? Ist es einem Mädchen nicht erlaubt, einen Klodeckel zu haben hier? Wie sexistisch. Okay, ich gehe da rein.
Nach dieser Tür gibt es kein Zurück. Lege alle Sachen bis auf die Coins hier rein. Let's go. Du hast alle 5 Aufgaben gemacht. Und nun bist du bereit für das Finale? Ja, tritt durch die Tür hinein, geh zurück. Was ist da? Was ist hier? Ich war doch überall nicht. Ich brauche doch ganz viel Kuchen. 5 Aufgaben. Wie viel habe ich jetzt gemacht bis jetzt? 3, oder? Hier ist was? Ist das einfach ein Loch? Ja. Dani, es ist einfach ein Loch. Wie wär's, wenn du reinspringst? Ja, gute Idee. Finde ich auch. Gute Idee. Okay, hier ist nichts. Was ist da? Noch mehr Aufgaben? Betreten verboten. Ich will da mal rein. Komm ich da rein? Alle 5 Aufgaben. Hatten wir 5? Also bei den Ape Crimes war 1. Hier die Toilette war 1 und wir hatten ein Quiz. Das sind irgendwie 3 Aufgaben, oder? Ich weiß es gerade nicht. Haben wir alles? Da war 1. Wir haben keine 5 Aufgaben, oder? Aber wenn da Betreten verboten ist, dann müssen wir doch, oder? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade unsicher. Ist hier noch irgendwo was versteckt, was ich jetzt nicht gesehen habe, spontan? Alle 5 Aufgaben. Ich betritt trotzdem. Betreten verboten. Köpfe! Blut! Ich denke mal, ich sollte das nicht sehen, ne? Ja, ich gehe mal wieder. Würde ich sagen, dann gehen wir jetzt auch hier lang. Packen wir hier einfach alles rein, was wir eher cheatet hatten. Und los geht's. Benötige, wenn deine Coins leer sind. Coins. Oh Gott. Okay. Danke für das Spiel in der Map. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und war nicht allzu lästig. Ob du nun verloren und gewonnen hast, ich bin stolz auf dich. Deine Maiwa. Nico Nico. Hey, Daniel P. War es jetzt alles? Also, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt ganz viel übersehen oder so. Warte. Ja, klar. Mach den Gamebot raus. Ich habe irgendwie das Gefühl, weil, waren wir hier? Hier waren wir zum Beispiel gar nicht. Ich habe das Gefühl wirklich, ich habe was übersehen. Was habe ich gemacht? Ich bin verwirrt. Okay, dann mal hier rein. Da, 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 da. Ich muss in die andere Richtung. Orientierung for the win. Hui, ich bin so schnell. Oh. So schnell gegen einen Stein gestoßen, meinte ich natürlich. So. Gehen wir jetzt mal hier. Kein Zurück, let's go. Werfe nach jeder Türe ein Coin in das Loch. Ach so. Ein Coin. Solltest du keine Coins mehr haben, bist du nicht am Ende. Noch ein Coin. Hast du verloren und musst dich weiter in der Welt, in DW aufhalten. Okay. Ich darf doch mal, ne? Klar. Ja, das war's. Scheinbar war es das. Wo sind wir hier? Okay, das war das Quiz. Wie wären wir hier hingekommen? War es noch eine Aufgabe? Hier gibt's Coins, okay. Also war es quasi eine Aufgabe. Oder? Ich weiß es nicht. Habe ich Aufgaben übersehen? Okay, ich... Was ist denn das offen? Ach, hier ist was offen gewesen. Okay, gehen wir hier mal runter. La 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 la, da wäre ich nicht hochgekommen. Habe ich das Loch da reingehauen? Ich weiß es nicht. Verstehe ich nicht. Also es tut mir leid, wenn ich diese Map irgendwie falsch gespielt habe. Dann tut es mir wirklich leid, das war jetzt keine Absicht. Aber dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Und was ist das hier? Schwierigkeit, friedlich. Regeln? Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mir selbst eine Map erstellen wollt,
Ich werde den Link wieder in die Beschreibung packen. Da ist das Formular. Da könnt ihr das ausfüllen und mir eine zuschicken. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.